dass Sie da sind. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, es ist wirklich dieser Tage mal richtig so uff, mal richtig so uff. Es ist also im Positiven wie im Negativen. Ich finde es so hysterisch, die Stimmung. Selbst Politiker, die ruhig wirken, fast sediert, machen hysterische Ideen. Nehmen Sie Thomas de Maizière zum Beispiel. Das ist immer so ein bisschen darum. De Maizière, Sie erinnern sich, ist bekannt auch bei Ihnen, ja? Der im letzten Jahr den Satz des Jahres geprägt hat auf die Frage nach dieser Absage vom Fußballspiel, was da los ist, wo er gesagt hat, ein Teil meiner Antworten könnte die Bevölkerung verunsichern. Das fanden ja viele ganz schlimm. Ich fand das ja im verbalen Övre dieses sprachlichen Amokläufers noch verhältnismäßig elegant. Ich hätte erwartet, der Maizière sitzt da und sagt, ey Alter, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, krasse Scheiße. Hätte ich gedacht, ja. Da ist er ja auch noch gelobt worden, er sei so ruhig geblieben. Ja, was hätte er machen sollen in dieser Pressekonferenz? Ah! Das ist unser Innenminister. Den loben, weil er in so einer Situation ruhig bleibt. Das wäre wie, wenn Sie zum Bademeister gehen und sagen, ey, Respekt, du bist ja gar nicht wasserscheu. Also ich bitte, das ist sein Job. Das sind so Ideen. Max Straubinger ist ja bekannt, ja, von der CSU, der gesagt hat, man müsse auch syrische Flüchtlinge dann auch mal wieder zurückschicken teilweise, weil es wäre ja nicht überall in Syrien schlecht. Es wäre wie wenn die Feuerwehr die Leute ins brennende Haus zurückschicken und sagt, hier, macht euch keine Gedanken, es brennt nur der Dachstuhl. Ich meine, das sind Fragen. Ich meine, klar ist die Bevölkerung gespalten momentan bei diesen Themen. Aber wir als Kabarettisten, wir müssen uns doch dem annehmen. Und es ist so schwer geworden. Kabarett zu machen, die Leute kommen nach der Show zu mir und sagen, Herr Mann, es war ja eigentlich ganz lustig, aber Sie müsste ein bisschen ausgewogener sein. Ausgewogenheit will man im Kabarett ja seit jeher, natürlich. Ja. Ich von einem Kabarettisten zu verlangen, er soll ausgewogen sein, wäre wie wenn Sie zu einem Konditor sagen, er soll nur Toastbrot backen. Oder wenn Sie bei der Trauerrede rufen, mehr Pointen, du Sau. Ich mach das doch nicht, um ausgewogen zu sein. Oder noch besser sind dann die Klugscheißer, die nach der Show kommen. Herr Mann, jetzt haben Sie 2 Stunden nur gemeckert. Sie haben nur gemeckert. Was sind denn Ihre Lösungsvorschläge? Das ist nicht mein Job. Lösungsvorschläge. Früher sind die Leute aus dem Kabarett raus. Hast du verstanden, was er gesagt hat? Nee, ich auch nicht. Ja, da war es bestimmt gut. So war das früher. Heute musst du Lösungsvorschläge irgendwas. Das ist doch Irrsinn. Nein, es ist doch heute schon mal wichtig zu wissen, was man nicht möchte. Das ist doch einfach schon mal, einfach um das zu artikulieren, mein Gott. Und im Kabarett gibt es immer die Hoffnung, dass je und da mal ein Zuschauer mit einem neuen Blick an bestimmte Themen angeht. Wie heißt es immer so schön? Ja, die Realität wird von der Satire bis zur Kenntlichkeit entstellt. Bravo, Herr Mann. Großartig. Wie Sie das machen heute Abend, spitze, sage ich nur. Der Abend wäre ja ohne Sie im Prinzip... Ohne Sie. Ich meine, Kabarett finde ich eh toll, oder? Muss man doch heute Abend auch mal sagen. Das ist doch toll, Kabarett. Mensch. Ja. 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 Bitte. Man sitzt in so einem Abend, man sitzt im Warmen, man hört sich an, wie schlecht die Welt ist. Nachher trinken wir noch ein Prosecco im Foyer und dann haben wir die Welt doch wieder mal gerettet. So schaut's aus. Ja, also hin und wieder bewirkt ja Kabarett schon was. Bitte, Herr Mann, sind Sie mal froh, dass Kabarett nichts bewirkt. Stellen Sie mal vor, wir müssten mit der Truppe nachher noch durch Mainz ziehen. Und sagen, jetzt kommt aber die Revolte. Da würden ja einige schon altersbedingt im Foyer zusammenbrechen. Ja, ich bitte Sie, sind wir ehrlich, der Unterschied ja, zwischen Umsturz und Oberschenkelhalsbruch ist da marginal am Ende. Ja. So also, schaut's doch aus, komm. Das war jetzt nicht sonderlich nett. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin der Charity Dieter von den Lions. Aber bei Rotary bin ich auch dabei. Ach so. Aber Sie können mich ruhig duzen, Herr Mainz. Herr Mainzelmann, ich bin fürs Freundschaftliche, bin ich, wissen Sie? Ja, okay, Herr Dieter, jetzt mal im Ernst, wenn man sich gerade in Deutschland umschaut, da muss es doch auch in Ihnen rumoren. In mir rumort es nur, wenn ich zu viel Shampoos getrunken habe. Wir machen viel Charity bei uns Lions. Neulich haben wir das Campi-Essen gegen den Hunger in der Welt haben wir da gemacht. Ja? Ja. Ja. Und einige waren dabei, ich sehe es, ich kenne euch doch. Ja, ja Logo. Bitte. Und ich würde... Ich sage Ihnen, ich würde gern auch mal mehr machen. Ich würde gern mal gern durch die Stadt laufen und wenn ich so eine leere Wand sehe, da denke ich mir auch, ich würde mal gern einen Spruch sprühen. Und was denn? Ja, mir fällt bloß keiner ein. Ach so. Ja? Und am Ende denke ich, da darfst du auch nichts falsch machen. Am Ende sprühst du gegen die Wand und dann merkst du erst hinterher, dass die Immobilie ja dir gehört. Ja? Und einige im Publikum können das nachvollziehen. Ja? Aber...
Aber heute Abend geht es hier um eine Immobilie, die uns allen gehört und uns viel Freude bereitet, nämlich um das Unterhaus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sie stören so ein bisschen die Feierlichkeiten, Herr Dieter. Ich weiß nicht, was es hier zu feiern gibt. Naja, 50 Jahre Unterhaus. Ich bitte Sie, was gibt es da zu feiern? 50 Jahre Unterhaus, da hocken Sie da drin. Ja, 50 Jahre Karte für 50 Euro, da muss man doch froh sein, wenn der Laden nicht noch 100 wird. Ja, bitte. Ja. Unterhaus, das ist 50 Jahre Gutmenschentum, 50 Jahre linkes Gesabbel da, Hippietum. Da muss man sich nicht wundern, dass inzwischen selbst ein Donald Trump über uns lacht. Also ein Land, in dem Gutmenschen Unwort, Schwulen Schimpfwort und alle, die nicht meiner Meinung sind, dann als Lügner tätowiert werden, das hat tatsächlich ein grundsätzliches Problem. Ich bitte Sie, Herr Mann, wir müssen härter werfen. Das müssen wir wieder lernen. Gegen Griechenland haben wir es doch auch geschafft. Wie? In der Finanzkrise. Wissen Sie was, wir machen aus Griechenland, machen wir ein Flüchtlingslager, da kärchern wir einmal durch. Ja? Ja, da wird die Wiege der Demokratie zur Liege der Anarchie am Ende. So machen wir das. Rein klimatisch fühlt sich der Syrer in Griechenland auch viel wohler als in Gonsenheim. Ja? Sie sind mir ein echter Europäer, ja? Wenn Sie den Süden mit Flüchtlingen allein lassen und gleichzeitig die Gelder kürzen, da kommt die dritte Welt, die Zustände kommen immer näher. Ja, wieso? Dann müssen wir die T-Shirts nicht mehr in Bangladesch bestellen. Das hat ja auch Vorteile. Ja, wir müssen unsere Art zu leben doch verteidigen. Soll ich Ihnen mal was sagen? So wie Sie leben, will ich nicht leben. Und was heißt hier unsere Art zu leben? Was ist denn unsere Art zu leben? Das Christliche. Das Christliche? Die Nächstenliebe? Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber nur solange er nicht vom Balkan kommt, aus Marokko, Tunesien oder über die Türkei einreist. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, wird momentan in unserer Wertegemeinschaft Europa mit einem kleinen Sternchen versehen, solange der Vorrat reicht. Ist das wirklich alles, was uns einfällt? Herr Meinzelmann, ich sage Ihnen eins. Ich habe das Buffet für nachher gesehen. Der Vorrat reicht locker für uns beide. Und wenn dann die dritte Welt auch ein Stück vom Kuchen abhaben möchte, dann haben Sie das schon aufgefressen. Ja, Herr Martin, ich sage Ihnen eins, mich interessiert das Ganze doch sowieso nicht mehr. Wieso? Wissen Sie, ich habe doch die Exit-Strategie schon hinter mir. Ich habe das Flugticket doch längst gebucht. Wenn die sich hier gegenseitig in der Gesellschaft die Köpfe einschlagen, wenn sie einen Weltkrieg vom Zaun brechen in Syrien, dann sitze ich doch im Flieger auf die Cayman Islands. Da sitze ich in der Sonne und dann gucke ich zu, wie sie sich hier alles in Schutt und Asche legen. Wissen Sie, auf der Welt passiert doch nichts, von dem ich am Ende nicht noch profitiere. Und wissen Sie, wer am Ende dann der Arsch ist? Ich habe eine Ahnung. Sie. Nee, Herr Mann. Am Ende der Arsch ist immer die Bevölkerung. Und falls Sie die treffen, schönen Gruß von mir. Ich bin am Buffet. Was klatschen Sie denn da? Da kann man doch nicht... Also ich bin jetzt... Dass Sie da auch noch klatschen, ich bin so verstört, was eine Unverschämtheit. Ich muss erstmal meine Gedanken richten. Und in dieser Zeit, wo ich mich mal so ein bisschen wieder zu mir komme, unterhält Sie der wunderbare Christoph Sieber, meine Damen und Herren. Da bin ich schon wieder. Danke, Leute, komm. Vielen Dank. Das hört man jetzt immer häufiger, dass man dem Kabarett nur noch Glauben schenken kann in dieser Welt. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon zu Ihrem Bekannten gesagt haben. Ich sag's gleich, Sie müssen mir nichts glauben. Das habe ich mir abgeschminkt, schon lang. Seit einem Auftritt an der Deutsch-Schweizer Grenze, das muss ich kurz vorweg schicken, in der Nähe von Lörrach. Und ich fahre da mit dem Auto an die Stadthalle ran und der Hausmeister kommt schon raus und brüllt, Herr Sieber, wir hätten die Veranstaltung fast absagen müssen. Und ich sage, ja, wieso? Ja, es hat gebrannt, oben im ersten Stock in der Damentoilette. Sag ich, ja, was habt ihr gemacht? Abgeschlossen. Ja, und ich denke noch wie Sie, oh, ob die Taktik so aufgeht. Ja? Auf jeden Fall fange ich an zu spielen, erster Teil. Und man muss dazu sagen, die Leute haben wie Sie in die Richtung geguckt. Hinten war aber eine Glasfront. Ich konnte als Einziger ins Foyer blicken. Und bin da Mitte erster Teil am Spielen, sehe ich plötzlich, wie die Feuerwehr vorfährt. Und denke mir noch, oh, die Taktik ist nicht aufgegangen. Ja, und erzähle den Leuten, vorhin hat es gebrannt, im ersten Stock in der Damentoilette, der Hausmeister hat aber abgeschlossen, da hinten kommt die Feuerwehr und die Leute... Ja, jetzt kommen die mit Gasmasken rein, weil es sind giftige Dämpfe entstanden. Ja. Ich sehe die so... Ich sag noch Darth Vader im Foyer, Freunde. Ja, und die Leute... Ja, jetzt pass auf, jetzt bauen die riesige Ventilatoren auf, weil die wollten unbedingt die giftigen Dämpfe hinten rausblasen. Es wurde irgendwann so laut, dass ich gesagt habe, Leute, wir müssen abbrechen hier. Es hat keinen Sinn mehr, jetzt machen wir erstmal Pause. In dem Moment, ich schwöre, springt ein Feuerwehrmann
aus der Kulisse auf die Bühne und brüllt: alles sofort bitte den Saal verlassen. Und die Leute: ja, jetzt pass auf, das war noch nicht der Höhepunkt. Wir mussten draußen pinkeln in der Pause. Die Toilette war ja besetzt durch die Feuerwehr. Und ich stehe mit 20 Mann an so einer Hecke und bin da auch gerade am Machen. Plötzlich guckt der Herr neben mir, guckt mich an und sagt: Herr Sieber, wie Sie das organisiert haben, großartig. Oder da wusste ich doch, was ich erzähle, es glaubt doch sowieso keiner mehr. Leute, das Entscheidende, worum es jetzt momentan geht, ist, dass die Demokratie auf der Kippe steht. Wir müssen wirklich besorgt sein momentan. Und es ist Zeit für ernste Worte in dieser Zeit, wenn wir nur noch nicht mehr differenzieren, sondern nur noch aufeinander einhauen. Wenn auf der einen Seite das alles nur linksversiffte Willkommenskultur-Linke sind, die Realität nicht mehr sehen, und alle, die bei Pegida mitmarschieren, sind rassistische Nazis. Das stimmt einfach nicht. In der Mitte liegt irgendwo die Wahrheit. Es gibt auch Leute, die bei Pegida mitmarschieren, die zu Recht Sorgen haben in diesem Land, weil sie seit Jahren die Erfahrung haben, wenn gespart wurde, dann immer bei ihnen. Dass sie von der Hand in den Mund leben müssen. Da wäre Zeit, dass sich jemand hinstellt und sagt, wenn jetzt gespart werden muss, dann bei denen, die zu viel haben. Denen es eh nicht mehr auffällt. Das wäre eine Zeit. Da wird es ruhig im Saal, ich weiß, ja, bei denen. Das ist... Nein. Und wenn wir es dann gerade schon davon hatten, dass man gesagt hat, ja, wir müssen unsere Art zu leben verteidigen, dann sage ich, wir müssen unsere Art zu leben verteidigen, wir müssen sie aber auch ändern. Und das muss uns bewusst werden. Wir können nicht so weiterleben auf Kosten des Restes der Welt und auf Kosten eines Großteils dieser Gesellschaft so weiterzumachen. Der Deutsche fährt aber lieber im Hausmeistermodus. Deshalb fährt er auf die einfachen Lösungen ab. Hausmeistermodus haben wir nicht, wollen wir nicht, fangen wir uns gar nicht erst an. Sind wir ehrlich, wenn wir jetzt eine Umfrage in Deutschland machen würden, wollen Sie Zukunft, würden 80% sagen, ach nee, das ist mir zu unsicher, wer weiß, was kommt, wir verzichten. Das ist die Reaktion, oder? Das wäre, ja, wir wollen es gar nicht mehr. Wir wollen es nicht. Ja. Das Beste liegt hinter uns, ist das Gefühl dieser Gesellschaft. Das Beste liegt vor uns, wäre das Gefühl einer lebendigen Gesellschaft. Aber davon sind wir meilenweit entfernt. Wir müssen uns der Realität stellen. Den kleinen Differenzen, zum Beispiel, dass natürlich am Kölner Hauptbahnhof Idioten unterwegs waren. Teilweise Idioten mit Aszendent Arschloch, muss man dazu sagen. Aber dass natürlich die Verunsicherung der Gesellschaft auch Gründe hat. Ja? Und dass natürlich auch der Sexismus in dieser Gesellschaft noch lange nicht ausgestanden ist. Das reden wir uns immer nur ein und sagen, ja, die Frauen haben ja 20% Frauenquote, sollen auch mal zufrieden sein. Ja? Ist die Frauenquote ein Erfolg, frage ich Sie. Ein Erfolg in diesem Land wäre es für mich, wenn Frauen und Männer für die gleiche Arbeit das Gleiche verdienen würden. Das wäre so einfach. Wär, ja? Das wäre einfach. Ja? Das wäre einfach. Ein Erfolg wäre es, wenn Alleinerziehend nicht gleichbedeutend wäre mit Hartz IV und Armut. Ein Erfolg wäre es, wenn Kindererzieherinnen und Kita-Mitarbeiterinnen nicht streiken müssten, um gerecht bezahlt zu werden. Das wäre ein Erfolg. Ne? Es ist symptomatisch für diese Gesellschaft, dass die, denen wir unsere Kinder anvertrauen, schlechter bezahlt werden, als die, denen wir unser Geld anvertrauen. Das ist symptomatisch. Ne? Das ist symptomatisch. Köln, Polizei. Vor ein paar Jahren bin ich mit meiner Frau in die Stadt Köln gefahren. Wir stiegen aus am Domplatz, Bahnhof. Unsicher des Weges fragten wir einen Polizisten um Rat, der baff erstaunt zu uns sagte: Merkt man gleich, dass Sie nicht von hier sind. Auf meine Frage, woran, antwortete er: Ein Kölner würde den Polizisten nie um Hilfe bitten. Die einzige gesicherte Erkenntnis seit der Silvesternacht ist die Einsicht darin, dass die Sicherheitskräfte der Stadt Köln wahrscheinlich auch nicht in der Lage wären, eine kleine Gruppe Grundschulkinder ohne größere Verletzungen über einen Zebrastreifen zu führen. Dass sie überfordert waren, ist ihnen aber auch aufgefallen. Sie hatten ja um Verstärkung gebeten, aber da war halt niemand. Und das ist die zweite seltsame Erkenntnis. In den letzten Wochen, merkwürdig oft, haben zwielichtige, undurchsichtige Typen wie Angela Merkel die Polizei in Köln kritisiert dafür, dass das nicht geklappt hat. Also genau die Politiker, die seit Jahren für eine Verschlankung des Staates arbeiten und für den Personalabbau bei der Polizei verantwortlich sind. Das sind die, bei denen, wenn der Einbrecher ins Haus krabbelt, sie dann
die Notrufnummer der Polizei wählen und erstaunt darüber sind, dass sie in einer Warteschleife landen, in der die erste allgemeine Verunsicherung singt, Banküberfall. Das Böse ist immer und überall. Es ist auch im Marokkaner, es ist auch im Algerier, es ist im Sachsen und es ist vor allem im Schwaben. Aber jeder, der eine Straftat begeht, muss vor Gericht und er sollte verurteilt werden. Aber die Nationalität ist halt dann wurscht. Für die Strafe, für das Opfer. Wer nach der Nationalität der Täter fragt, ist nur auf der Suche nach einer Bestätigung für den eigenen latenten Rassismus. Der Bund der Kriminalbeamten hat nochmal darauf hingewiesen, dass unter den Flüchtlingen die Kriminalitätsrate exakt genauso groß ist wie unter der einheimischen Bevölkerung. Oder um es mal mit den Worten des großen Matthias Belz zu sagen, jeder Ausländer, der nach Deutschland kommt, hat dasselbe Recht, ein Arschloch zu sein wie ein Deutscher. Und Angela Merkel, sie kam hernieder auf ihre Parteibasis, nicht wahr? Und sie hat die verängstigten, orientierungslosen Schäfchen wieder beruhigt. Das ist aber auch mühevoll, ne? Für einen kaum herrscht 30 Jahre Bürgerkrieg, schon steht der Flüchtling vor der Tür. Das ist überraschend fürs CDU-Parteimitglied. Angela Merkel, sie hat das gemacht, indem sie eine fulminante Rede gehalten hat. Alle haben hinterher gesagt, es war mit Abstand ihre beste Rede. Das liegt am Vergleichsmaßstab. Vergleichsmaßstab sind ihre bisherigen Reden. Und dagegen ist auch die Aufbauanleitung fürs Billigregal pure Poesie. Angela Merkel, sie ist völlig zu Recht Person des Jahres geworden, letztes Jahr vom Time Magazine. Frank-Walter Steinmeier ist übrigens Greifvogel des Jahres geworden. Sie ist Person des Jahres geworden. Sie ist knapp am Friedensnobelpreis auch vorbeigeschrammt, den sie verdient gehabt hätte. Das wollen wir mal sagen. Und zwar einfach dafür, dass sie mal aus dem Fenster geschaut hat. Nicht wahr? Das haben nicht viele dieser Preisträger zustande gebracht. Dass sie aus dem Fenster geschaut hat, gesehen, da kommen Flüchtlinge. Wir haben keine Mauer, wir haben keinen Zaun, können sie schlecht erschießen. Lassen wir es erstmal rein. Das ist Realpolitik vom Feinsten. Und ich fand es schade, dass sie ihn nicht bekommen hat. Ich hätte mich so wahnsinnig auf dieses Plopp-Geräusch gefreut. Ja, dieses Geräusch, das wir alle im Land hätten hören können, wenn nämlich kurz nach der Bekanntgabe der Dicke aus Oggersheim geplatzt wäre. Angela Merkel. Angela Merkel, sie wird die Zukunft dieses Landes weiter bestimmen, ob durch Untätigkeit oder nicht. Ist egal, nicht wahr? Und zwar liegt das schon daran, dass sie an die anderen schon deswegen keine Chance, weil sie über diesen fantastischen, humoristischen Sidekick die CSU verfügt. Das ist eine fantastische Nummer, dieser Klassiker Good Cop, Blöd Cop, die da gegeben wird. Nicht wahr? Horst Seehofer hat auch gelernt, er hat beim CSU-Parteitag ein schlechtes Ergebnis eingefahren, weil er unhöflich zu Mutti war. Und das ist man nicht. Man ist nicht unhöflich zu Mutti. Alle Zeitungen haben von einem Denkzettel für Horst Seehofer gesprochen. Da stutzt man schon kurz, oder? Und fragt sich, Denkzettel für Horst Seehofer, wozu das? Was macht das für einen Sinn? Mache ja auch bei Helmut Schmidt keine Reanimation mehr. Aber das Prinzip, und das haben wir verfolgen können und es wird so weitergehen, es wird in der nächsten Zeit so laufen, war Angela Merkel sagt was und kurz darauf sagt Horst Seehofer etwas, dass das, was Angela Merkel gesagt hat, in unglaublich klugem Licht erscheinen lässt. Freuen wir uns auf diese Zeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke. Mensch, begrüße Sie ganz herzlich. Ist das schön hier. Aber ich habe ein Problem. Wissen Sie auch nicht mehr, was Sie essen sollen heutzutage? Man weiß es nicht mehr. Es ist überall Chemie drin im Essen. Ne? Pestizide in der Paprika, Dioxin im Ei, Antibiotika im Hähnchen. Ich finde, man muss da mittlerweile einfach den Spieß rumdrehen und das positiv sehen. Ich habe neulich am Hähnchengrill gestanden und habe zur Verkäuferin gesagt, das ist aber teuer, das Hähnchen. Haben Sie nicht auch eins von Ratio Farm? Habe ich das billiger gekriegt. So wunderbar, man muss das für sich nutzen. Überall ist was drin. Ne? Und jetzt gibt's ja diese ganzen Ernährungskonzepte. Ich würde mich ja wahnsinnig gerne jetzt gut ernähren. Wie machst du das? Was es da alles gibt, ne? Vegetarisch, makrobiotisch, frutarisch, vegetarisch, arisch. Für jedes Bundesland ist ja was dabei. Und ich habe jetzt überlegt, vegan. Ich mache jetzt vegane Ernährung. Und das ist sehr schön. Seit ein paar Wochen mache ich das, ziehe ich das durch und habe festgestellt, das Problem an der veganen Ernährung sind die Veganer. Also jetzt nicht alle, um Gottes Willen, sondern die einen immer überzeugen wollen, dass das die einzig wahre Lebensform, die absolute Religion ist. Ja, wie mein Nachbar Lutz ist so einer, der hat diese Bücher von dem Attila Hildmann intravenös eingesogen.
wie heißen die hier, wissen Sie, vegan for fun, vegan for fit, vegan im Schritt, diese ganzen Bücher, diese vegan im... Da habe ich mich gefragt, ist das denn gesund, sich vegan zu ernähren? Wir orientieren uns ja wahnsinnig gerne am Tier. Und ich habe jetzt gelesen, so ein Pavian, der ernährt sich überwiegend vegan. Jetzt guckt mal, wie sein Hintern aussieht. Immer wund das Tier, es ist furchtbar. Und weil mein Nachbar Lutz mich so furchtbar nervt, weil er so ein Hardcore-Veganer ist, habe ich ein Lied geschrieben, das möchte ich Ihnen jetzt präsentieren. Ich begleite mich natürlich mit veganen Instrumenten. Mein Nachbar Lutz ist Veganer. Sein Kater ist auch Veganer. Er heißt Marihuana. Er jagt gern Sojamäuse und manchmal ein paar Linsen. Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchte, darüber hinaus hat er keine Süchte. Komm, vergiss. Sein Hund heißt Veggie, Wochen, Jochen, er nagt an einem Dinkelknochen. Veganer. Veganer. Gemüse ist schön, Obst macht satt, wie schön, wenn jeder einen Boskop hat. Die denken jetzt, die hat sie nicht mehr alle, oder? Und es stimmt. Glockenspiel, vegan ist die neue Religion. Gott ist ein Tofu, jetzt alle, vegan ist die neue Religion. Gott ist ein Tofu, meins tobt. Mein Nachbar Lutz ist was Besonderes, denn er macht gerne Ikebana. Er ist ein filigraner Veganer. Lutz isst kein T-Bone Steak und Birte mag nur Salat. Salat von freilaufenden Ackerfurchen. Und Spinat. Birte hat Vitamin B12-Mangel und Lutz sagt, das ist doch Algen. Birte macht sich ein Algenschia-Butter. Das schmeckt nicht. Sie isst nun täglich viele Nüsse. Hinten rauskommen Erbsenschüsse. Birte wird dick und was sie verblüffte, Nüsse sind gut für die vegane Hüfte. Glockenspiel, vegan ist die neue Religion, ich zähle auf sie. Gott ist ein Tofu, jetzt alle, vegan ist die neue Religion. Gott ist ein Tofu, danke liebe Gemeinde. Birte ist nun sowas von dick und Lutz braucht erotisch einen Kick. Er will Sadomaso, aber nicht mit Lederriemen, denn es ist ethisch nicht korrekt, wenn dafür ein Rind verreckt. Birte greift zum Rettich und macht den Lutz jetzt fettig. Aua, schreit der Bauer, denn der Rettich ist hart und der Lutz sehr zart. Birte schlägt nun fester, denn der Rettich ist ihr Bester. Es macht ihr Spaß, die Erbsen geben Gas. So was denke ich mir aus, während Sie im Büro sitzen, verstehen Sie? Doch es kommt, wie es kommen soll, der Rettich bricht und Lutz ist nicht nur ohnmächtig. Lutz erschlagen von einem Rettich im Grab machen ihn jetzt die Würmer fettig. Und jetzt meine Überlegung dazu. Tiere essen Menschen mit Vergnügen, doch wir sollen uns mit Amaranth begnügen. Da stimmt doch was nicht, oder? Aber keine Angst, Veganer sterben ja nicht. Die verwelken. Dankeschön. Dieses Stück ist allen Lehrern heute Abend hier im Saal und zu Hause gewidmet. Ich weiß, ihr seid da, im Kabarett sitzen sie oft, da ist man sicher vor den Schülern. Toi, toi, toi. Komm.
Das Märchen von der Bildungsrepublik Deutschland. Bildung ist der Schlüssel zu allem. Zu Glück und Reichtum ist das Mantra, das alle immer wiederholen. Ich sage dazu nur, ich kenne Menschen, die auch ohne Abitur glücklich geworden sind. Wissen kann wahnsinnig lästig sein, oder? Sind wir mal ehrlich, jeder von uns hat jemanden im Bekanntenkreis, wo man sagen muss, strunzdoof, aber glücklich. Ich weiß nicht, an wen Sie gerade denken, aber es sei Ihnen gegönnt. Damals wie heute gilt aber, es gibt nur zwei Möglichkeiten, ein Volk gefügig zu machen, Gewalt oder Verdummung. Und eins kann man feststellen, auf Gewalt haben die in Berlin und Brüssel einfach keinen Bock. Kinder müssen heutzutage funktionieren. In Zeiten, in denen die durchschnittliche deutsche Frau nur noch 1,3 Kinder bekommt, trägt das Kind mehr denn je zum Status bei: mein Haus, mein Auto, mein Kind. Da braucht man sich nicht wundern, dass viele Kinder an Burnout leiden und das schon nach dem ersten Jahr in der Kita. Früher wurden Kinder Lokomotivführer, Tierärztin oder Astronaut, heute hochbegabt. Gut, viele Kinder scheinen klug, weil die Eltern so dumm sind. Aber das nur ganz nebenbei. Ganz nebenbei. Aber am Ende geht es Lehrern und Schülern ja gleichermaßen. Die werden da ja zusammen zwangskaserniert in dieser Schule. Seit Jahrhunderten das gleiche Elend. Da schlurft dann allmorgendlich zur nächtlichen Stunde die Armee der unausgeschlafenen Zombies über die Schulflure, durch die der Todeshauch aus Angst, Schweiß und Engstirnigkeit wabert und in denen sich Lehrer und Schüler gleichermaßen gegenseitig ihre prämortale Desillusion ins komatöse Dasein hauchen. Ich habe sehr lang gefeilt an dem Satz. Wissen Sie, woran es unter anderem scheitert, dass die Schule später anfängt? Es scheitert unter anderem daran, dass die Länder immer wieder betonen, dass es ein Riesenaufwand wäre, wenn man die Busfahrpläne an die neuen Schulzeiten anpassen müsste. Ich schwöre, es ist so. Und ich kann den Menschen, den jungen Leuten, ich weiß nicht, ob Schüler hier sind oder auch zu Hause, ich kann euch nur zurufen, ich habe im Leben sehr viel davon profitiert, dass ich meinen Lebensrhythmus an den Busfahrplan angepasst habe. Man spricht als Schüler mit einem Lehrer über all die wunderbaren Möglichkeiten, die das Leben bietet, und sieht den Lehrer vor sich, der von all diesen schönen Möglichkeiten keine ergriffen hat, sondern Lehrer geworden ist. Bitte, das tut, bitte. Das. Lehrer, die ein Discman für ein Wunderwerk der Technik halten, während sich der Schüler schon mit seinem Smartphone in den Herzschrittmacher vom Lehrer eingeloggt hat, um so wenigstens für ein paar Minuten Spannung im Unterricht zu sorgen. Und ich werde einen Teufel tun und allein die Schuld den Lehrern in die Schuhe schieben. Gut, da sind ein paar Idioten dabei. Lehrkräfte, denen einer vor Beginn des Studiums sagen hätte müssen, es kann sein, dass du als Lehrer später mal mit Kindern zu tun hast. Beiden Seiten wäre vieles erspart geblieben. Aber Lehrer stehen ja heute schon am ersten Schultag vor einer keifenden, rotzfrechen Menge. Und das sind ja nur die Eltern. Und danke. Und dann hocken sie alle da, die Vermögensberater, Yogalehrerinnen und Architekten im Elternabend und werfen dem Lehrer Versagen vor. Eltern, die zwischen 80-Stunden-Woche, Aufsichtsratssitzung und After-Work-Meeting ihren Sprössling längst aus den Augen verloren haben, die bei der Erziehung eines Kindes lückenlos gescheitert sind und glauben, dass es doch kein Problem sein kann, eine Gruppe von lernunwilligen Despoten ein paar Stunden am Tag im Griff zu halten. Typen in Maßanzug, ich bin noch nicht fertig, Typen in Maßanzug und handgenähten Lederslippern, die schon nach einer Stunde vor 20 Grundschülern psychisch so kollabieren würden, dass sie von der Feuerwehr aus dem völlig demolierten Overhead-Projektor befreit werden müssen. Die Zahl der Dummen und Intelligenten ist in allen Bevölkerungsschichten gleich. Unter Architekten gibt es genauso viel Dumme wie unter Putzfrauen. Der Unterschied ist nur, die Eltern des Architekten waren Akademiker und die haben ihrem Sohn das größte Talent mitgegeben, das man in dieser Gesellschaft einem Kind mitgeben kann, den Geldbeutel. Und so kommt es, dass ein strunzdoofer Architekt für viel Geld in einem teuren Büro einen Flughafen für Berlin plant. Und um ihn herum eine hochintelligente Putzfrau für einen Hungerlohn den Fußboden saugt. Denn wenn der Architekt klug wäre, dann hätte er die Putzfrau längst gefragt. Und sie hätte geantwortet, wenn ihr einen Flughafen baut, denkt an die Landebahn.
Wer aus der Unterschicht stammt, wiegt mehr, verletzt sich häufiger im Straßenverkehr und ist häufiger Opfer von Gewalt. Und die Menschen aus der Unterschicht sterben im Schnitt 10 Jahre früher. 14% haben keinen Zugang zum Internet und 10% besitzen keine ausreichende Winterbekleidung. Das sind die Realitäten. Demokratie und Verantwortung leben und lernen ist Kernauftrag der Schule. So steht es im deutschen Schulgesetz. Kinder lernen in der Schule meist nur eines: auf Belohnung zu reagieren und Bestrafung zu vermeiden. Und wenn das Kind erwachsen wird und es niemand mehr belohnt, dann belohnt es sich selber. Und zwar mit Konsum, mit Klamotten, mit Essen, mit Süßem und mit Fettigem. Und ihnen wird Fernsehen vorgesetzt, das ihnen sagt, dass sie zu doof zu allem sind, zum Wohnen, zum Essen, zum Leben. Und man sagt ihnen, dass immer einer da ist, der ihnen hilft, das Fernsehen. Nein, lasst uns ehrlich sein, die Bildungsrepublik Deutschland ist längst eine Lüge. Oder wie es Karl Friedrich von Weizsäcker einst ausdrückte, das deutsche Volk ist absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, ein typischer Befehlsempfänger. Ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was es sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein. Auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte. Und wir können am Ende darüber klagen oder lachen oder am besten beides. Aber eins dürfen wir nicht, die Kinder aufgeben und die Lehrer alleine lassen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann richten sie sich heute noch nach dem Busfahrplan. Ich danke euch. Gute Nacht. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Ich muss ein kleines Geständnis machen. Ich finde es manchmal, es ist nicht immer einfach, Kabarettist zu sein. Und ja, ein bisschen Mitleid wäre nicht schlecht gewesen an der Stelle. Aber es ist, nein, wirklich, weil man verzweifelt so an der Welt. Manchmal, wenn du dich so umschaust, wie viele Ideen momentan auch kursieren, wo du dir denkst, wo ist der Humanismus, wo ist die Menschenfreundlichkeit, was ist da los? Wirklich nur so, es wird gerade in der Politik, wo es entschieden werden muss, wird nur rumgesödert. Und ja, das ist mittlerweile ein Verb, rumsödern. Haben Sie nicht mitbekommen? Das ist einfach irgendwelche Ressentiments streuen und so. Söder, über Söder würde ich ja gerne was sagen, aber es darf man ja seit heute nicht mehr. Es wäre pietätlos, wenn man da... Haben Sie mitbekommen? Über Markus Söder darf ich im Kabarett... Der ist ja schwer krank, haben Sie es nicht mitbekommen? Stand vorhin im Netz. Markus Söder ist schwer krank. Der hat Weißbier-Tourette. Das ist... Die Dinge rülpsen unkontrolliert aus ihm raus. Das ist... Lachen Sie nicht, er bricht sich manchmal ins Netz. Das ist wirklich, das grassiert bei der CSU wirklich. Seehofer war Patient Null. Und da fragst du dich halt, was da los ist. Ja? Und das Schlimme ist, und das regt mich auf, dass die Opposition, da ist ja auch nichts. Die Linken sind mittlerweile wie bei Asterix, dieses Galliervolk, die sich nur prügeln. So mit alten Fischen, die sich schlagen. Ja? Hin und wieder guckt immer einer raus, nee, mit uns nicht. Und dann wird weiter geprügelt. Ja? Und die Grünen haben ja eine ganz neue Form der Oppositionspolitik entwickelt. Ganz neue Form. Das gab es ja bisher noch nie. Die Grünen machen die Opposition des pikiert Dabeistehens. Ja, die Grünen sind ja so. Oh, macht doch, was ihr wollt. Ja, was ist da los? Wo kommt man da ein bisschen? Aber es ist. Aber ich glaube, ich informiere mich auch zu viel. Das ist auch das falsch. Wenn man ein bisschen zufriedener leben will, darf man sich nicht so viel informieren. Wirklich, ganz ehrlich, wir können ja damit gar nicht umgehen, mit den ganzen Informationen. Ja, ich habe es auch überlegt, eigentlich, um glücklicherer Mensch zu sein, ich will nicht mehr mich so viel informieren, ich will mehr glauben wieder. Man muss Dinge auch mal wieder glauben, die man erzählt bekommt. Wirklich einfach das. Und darüber habe ich ein Lied geschrieben. Und das möchte ich Ihnen jetzt noch gerne in den Gehörgang träufeln. Das Stück heißt, ich glaube, glaube ich, heißt wirklich so, ich glaube, komm mal, oh, Verzeihung. Hat ein wunderschönes Intro, ist ganz neu, ich hoffe, ich krieg's hin. Hat gut geklappt, oder? Nein. Ich glaube an das Gute, das in jedem von uns wohnt. Ich glaube, dass Ehrlichkeit sich auszahlt und am Ende lohnt. Ich glaube, dass Joachim Gauck immer weiß, was er erzählt. Und ich glaube, die AfD
hat der Politik gefehlt. Ich glaube, Markus Söder ist tief im Innern Humanist. Und ich glaube, dass die Welt in Deutschland zu Gast bei Freunden ist. Und außerdem habe ich gestern Nacht den Nikolaus gesehen. Er stand im Lichte der Laterne vor dem Haus. Und aus seinem Jutesack, da schaute frech der Osterhase raus. Ich glaube, es gibt sie wirklich. Osterhase Nikolaus. Ich glaube, der Papst hat wirklich nach ganz oben einen Draht. Und ich glaube, der Erdogan ist lupenreiner Demokrat. Ich glaube, dass WM-Vergaben immer völlig sauber waren. Und bei Gott, ich glaube an den Fahrplan unserer Deutschen Bahn. Ich glaube, man kann den Bankern mittlerweile wieder trauen. Und ich glaube, dass Männer in der Regel schlauer sind als Frauen. Der Refrain kommt. Und außerdem habe ich gestern Nacht den Nikolaus gesehen. Oh yeah. Er stand im Lichte der Laterne vor dem Haus. Und aus seinem Jutesack, da schaute frech der Osterhase raus. Ich glaube, es gibt sie wirklich. Osterhase Nikolaus. Ich glaub jeder Statistik, glaub Wirtschaftsprognosen lügen nicht. Nur dass die Bild jetzt menschenfreundlich ist, das glaubt noch nicht mal ich. Und außerdem hab ich gestern Nacht den Nikolaus gesehen. Oh yeah, er stand im Lichte der Laterne vor dem Haus. Und aus seiner Mütze wuchsen kleine, süße Hasenohren raus. Das gibt es schon. Osterhas und Nikolaus in Personalunion. Ja, es wird ja überall gespart. Die haben die Jobs zusammengelegt. Es gibt jetzt keinen Nikolaus mehr und keinen Osterhas. Macht jetzt einer. Es gibt nur den Nikohas oder die Osterlaus, glaube ich. Dankeschön. Danke sehr. Vielen Dank. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, Vertreter des Vorstands Parteikollege Collage. Als Präsident, Vizepräsident, Schatzmeister und Facility Manager of House und das ganze Graffel darf ich im Namen des Vorstands ein paar Worte an Sie alle richten. Die Wahlen sind vorbei. Die Würfel sind gekullert. Es ist jetzt auch schon 2 Stunden her, die Information. Ich habe auch nichts mehr gehört. Die Sache ist gelaufen. Prognosen sind durchgezählt. Die ganzen Trends von denen, Prognosen von denen, Demoskope, Schätzungen, da sind sie sicher. Also, die haben ja die ganze Rechnung, Hochrechnungen, die ganze Balken, die da hochgekommen sind. Mehr weiß man auch nicht, woher die das schon wieder wissen wollen. Ich wollte erst mal sagen, mir hat es Spaß gemacht, ihr Leute. Ich danke allen Helfern, den Helfers, Helfern, den Hintermännern und den Hilfshelfers, Hintermänners, Helfers, Helfer. Besonders hervortreten lassen möchte ich die Petra. Petra, du hast sehr viel geholfen. Viel mehr als der Martin. Einige von uns sind wieder erwarten, offensichtlich nicht zur Wahl gegangen. Ich kann das im Einzelnen nicht belegen. Wir haben nur ganz kurz mal die Urne offen gehabt. Als wir gucken wollten, was die Alt vom Metzger Müller gewählt hat. Er hat uns wesentlich mehr von dem Gesamtkuchen versprochen.
kann's mir auch nicht erklären. Ich weiß auch nicht, woran's gelegen hat. Da kommen die Alstern hinterher und sagen, ja, du Arsch. Das sag ich auch, das sag ich euch auch. Ihr Lutsche, macht's doch besser, ihr Lutsche. Ja, wo klar haben wir die Plakate vergessen aufzuhängen. Wo sollen sie hängen, wenn sie noch bei mir in der Wohnung leihen? Ich hab vorhin noch gesehen, du, den Scheiße, du. Wir hätten uns wesentlich früher auf einen Art Kürzel einigen müssen, der wo uns wo man sagt, das sind die. Aber liebe Freunde, 3 Buchstaben. 3, nicht 25. Ah, ich wusste ja selber nicht mehr, wie mir heiße. PSW, FSW, da kommen wir sich vor wie die 3 Affen. Nichts hören, nichts riechen. Thema Marketing. Der Bereich Marketing ist der A und O des Wahlerfolgs. Liebe Freunde, das heißt aber auch, wir müssen aus Fehlern Inkontinenzen ziehen. Fehler machen, Freunde, heißt Fehler lernen und dann wieder Fehler machen. Und unser Hauptfehler war nicht nur, dass uns keiner kennt. Ja? Ja, selbst ich, wo ich aufgetreten bin, da ist kein Mensch gewesen. Außer der Petra. Also, ich will die Erwartungen nicht allzu sehr runterdämpfen. Aber, also, ich habe eben nochmal angerufen. Im Moment sieht es so aus, als ob, also, wir sind bei 0. Ja, 0, Freunde, das ist natürlich nichts. Ja, das ist ja weniger als 1. Und ich habe lange überlegt, ob ich zurücktreten soll. Ich konnte den ganzen Tag nicht schlafen. Ich sage euch aber gleich, ich klebe in keinster Fasson an irgendeine Form an meiner Identität. Ja, ich ziehe den Schwanz ein vor denjenigen, der in der Situation den Hut nicht runterfallen lassen lässt. Ich sage euch ganz offen, die Belastungen als Parteichef, Vorsitzende, Vizepräsident, Schatzmeister, Facility Manager und stellvertretender Schlüsselwart. Die Belastungen sind so groß nicht. Also, ich wüsste jetzt spontan nichts, was ich gemacht hätte. Und das kann ich auch weitermachen. Dankeschön.